Die sind nämlich ein bisschen komisch. Ich habe die noch nie benutzt. Spring mal Richtung. Oh links. Fuck! Nein! Ein herzerfrischendes Moin Moin. Und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Technical Overload. Hallo. Mit Devias. Und wir gucken vorbei. Na gut, ich mache das dann doch später. Ich wollte mir einen Revolver bauen. Ein Revolverheld? Ja, es dauert ein bisschen länger. Ich muss mal eben kurz meine Pokémon-Aufnahmen löschen, sonst habe ich keinen Platz mehr auf der Platte. So. Pokémon! So. Komm und schnapp sie dir! Ah ne, aus dem Mülleimer müsste ich sie auch löschen, weil sonst ist es nicht weg. Pokémon! Achso, ist schon. Okay, nice. Das ist wahrscheinlich, weil sie zu groß war. Nö, die sind gar nicht so groß, die Pokémon-Aufnahmen. Ist ja nur 3DS. Okay, ich Wenn da mal ein neues rauskommt für die Switch, ne? Das nächste. Dann musst du dir doch überlegen, eine Switch zu kaufen, ne? Dann fange ich an, drüber nachzudenken. Ja, du bist halt eigentlich nur Pokémon, ne? Das ist das Einzige, was dich von Nintendo interessiert, so, ja, ne? Ich habe früher auch Mario gespielt und so, aber. Zelda zum Beispiel nie. Best Games auf der Switch. Das ist es halt. Aber wenn man da kein Fan von ist, dann bringt das ja nichts. Verstehe ich. Ich weiß nicht, Fan. Ich weiß nicht, ob ich spielen würde. Ich habe meine Steam-Library ist so schon voll genug, weißt du? Ich finde, mit Nintendo musst du aufgewachsen sein. So, mit den Sachen, mit denen du aufgewachsen bist von Nintendo, die feierst du auch heute noch, so, weißt du? Und wenn du damit nie Kontakt hattest, und wenn du jetzt nur damals nur Pokémon hattest, dann ist das halt nur Pokémon, so, weißt du? Ich hatte auch hier Harvest Moon. Ja gut, aber Harvest Moon die machen ist halt ja tot. Keine guten Spiele mehr. Ja, die gibt's nicht. Ja, es gibt jetzt nur noch Story of Seasons, das halbwegs vergleichbar ist. Ja, aber das ist halt auch nicht mehr das Geil. Ist nicht dann so gab's geil. Stardew Valley, was für dich dann halt besser war, weil das es am ist PC halt war. Das ist viel geiler. Ja. Harvest Moon gibt's jetzt auch am PC. Hast du das gesehen? Nee. Das ist richtig schlecht implementiert. Achso, das doch, das habe ich gesehen. Lass mal zum Portal teleportieren. Zu welchem? Zum End. Wir wollen da ja hin. Achso. Oh, bring Enderperl mit. Hast du dich schon teleportiert? Noch nicht. Bring Wo mal haben zwei wir welche? Stacks Enderperl mit. In der Metallkiste. Bring Enderperl mit. So zwei Stacks. Okay. Teleportiert. Den kann ich removen und da teleportiere ich mich hin. Aua. Ah, fuck, ich hab mein Schwert vergessen. Ich muss zurück. Moment. Ich muss meins nochmal reparieren, glaube ich. Wir sind echt Experten, Alter. Ich habe übrigens geguckt, der Teleporter, den ich bauen wollte, der verbraucht so viel Strom, den können wir gar nicht benutzen. Wenn er mit hier Dings, RF, dann kann ich da. EU. EU, das macht doch keiner mehr. Ja, die EU ist echt Müll, ey. Jetzt habe ich so viel Müll dabei, scheiße. Aber ich habe ja Rucksäcke dabei. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Fäckelchen, Essen habe ich noch. Ein Bögen habe ich noch, aber keine Pfeile. Punkt. Des und Teleport. Teleportiert. Aber kannst du vielleicht noch einen Happen mitnehmen? Ein Happen? Ich hab nur 4 Pockchop. Yay, danke. Let's go. So, pass auf. What to give it up, give it up. Komm mal mit. Kommen Sie. Wir können den Innerdrachen auch wieder beleben, ne? Ja, ich weiß. Braucht man einen Drachen für, einen Kopf für, ne? Das habe ich nicht so gesehen in den Kommentaren. So, 4. Hier draufstellen. Gib mir mal eine Enderperle oder einen Stack davon. Soll ich das da reinwerfen? Ja, aber erst mir eine bitte geben, sonst muss ich mir eine da hinten von der Insel holen. So, und dann da reinwerfen, richtig. Und dann? Irgendwie passiert nichts. Hä? Eigentlich sollten wir teleportieren. Gib mir mal einen Stack. Geht das nur einmal? Ah, jetzt ging's. Mach nochmal. Ah. So. Und unser Marker ist da hinten. Wir sind jetzt auf einer ganz anderen Insel, weißt du? Wir hätten auch hinfliegen können, theoretisch. Ach so.
So, und hier, wenn du die Dinge abbaust, kriegst du diese komischen Teleportationsfrüchte. Die kann man auch in den Ofen tun und wenn man die brät, dann teleportieren die einen, glaube ich, nicht mehr. Wenn du Bock hast, während wir hier rumlaufen und die Gebäude suchen, die es hier gibt, kannst du dir mal ein paar Enderperlen mitnehmen. Die gibt's hier gratis. Auf Boden? Ja, ja. Und das ist halt eins von den... Und die kriegen wir auch, wenn wir Glück haben, in den Gebäude diese Flügel. Und dann müssen wir noch ein Gebäude... Was sind das für Dinge? Achso, das sind auch die Pflanzen, die einfach nur kleiner wachsen. Okay. Wie viel Endstone haben wir in unserer Welt? Genug, ne? Oh, zur Not kann man ja hier rein. Aber wir können auch ein bisschen Endstone mitnehmen eigentlich. Du kennst die neuen Gegner noch gar nicht, ne? Den Endgegner meinst du? Ne, den Endgegner gibt's nicht. Es gibt neue Gegner im End, allgemein. Nee, woher kennst du die denn? Ja, die Version ist schon länger raus. Ich habe schon mal in Videos, habe ich das gesehen. Wo bist du eigentlich? Ach, da hinten. Ich bin der Endgegner. Machst du da? Sammelst du Enderperlen? Ja. Das Blumenkind, ey. Das kannst du auf dem Weg zu den Gebäuden machen. Komm mit. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich meine, oh, wir haben schon so viele Seeds. Oh, du hast einen angeguckt. Nein! Nicht mit Absicht! Das passiert halt in der Menschenmasse. Jetzt stirb bitte nicht, ey. Okay. Aua. Aha, die Bienen. Geh weg von den Bienen. Nein. Nein. Oh. Was denn? Ich hab was gegessen, bin ich teleportiert. Teleportiert? Was machst du denn da? Ich habe im Übrigen, wir hatten auch irgendeine Folge mal drüber gesprochen, wer jetzt noch bei TTT dabei ist, ne? Ja. Hab ich mal reingeguckt. Grants ist auch schon nicht mehr dabei seit Jahren. Echt? Schon lange nicht mehr. Bei TTT oder bei TT allgemein? Nee, bei TTT. Okay. Ja, das andere weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch nicht mehr so aktiv. Ja, das ist halt die Sache. Grants war ja auch von Anfang an dabei. Und wir sind ja auch relativ früh dazugekommen. Irgendwann hast du halt keinen Bock mehr da drauf. Naja, Bock hätte ich schon, aber... Ja, aber nicht jede Woche. Aber nicht jede Woche. Nur so als Witz halt. Da hätte ich Bock drauf, aber... Fuck, ich habe die Gebäude schon mal gefunden. Jetzt finde ich die... Da ist was. Ja, da ist es. Bist du hinter mir? Ja. Siehst du das Schiff da oben? Ja. Da gehen wir jetzt gleich rein. Gehen wir von unten rein? Von unten rein, damit wir alles sehen. An den Schiffen oben hängt ein Drachenkopf. Den müssen wir, dürfen wir gleich nicht vergessen. Und, pass auf die Gegner auf, die neuen. Also hier jetzt, ne? Hier rein, ja. Erstmal gibt's hier coole Endrods. Die nehmen wir mal mit. Die sehen cool aus. So. Die leuchten schön. Was machst du denn da? Ich baue diese Rods ab hier. Die leuchten schön. Ich dachte, wir wollten von unten rein. Ja, ich bin gegangen. Lass rein. Lass rein! Ja, yeah, nice. Lass rein. Lass rein, lass rein. Rein, rein, rein. So, dann gehen wir hier hoch. So, hier ist ein kleines Jump'n'Run, das können wir skippen, weil wir Jetpacks haben. Ich mache das Jump'n'Run. Und da viel Spaß, du hast die ersten neuen Gegner gefunden. Hier, das ist ein Gegner in der Mitte. Achso, wow. Die machen dich mit, die beschießen dich mit Gravitation und dann schwebst du so lange, bis der Effekt weg ist. Aua. Ey, greif dich an von hinten! Ich wurde schon wieder getreu, ich schweb hoch. Tschüss, Goro! Nein, nee, lauf hinter dir! Da ist einer! Du kannst die Kugeln abschießen, wenn sie auf dich zufliegen. Also abschlagen. Das sind die neuen Gegner. Nein! Scheiße. Scheiße. Ich häng mich hier unten hin. Hilfe! Ich häng hier. Ich bin schon eine Etage höher geschwebt. Wieder rein, hieß das Jump'n'Run wieder. Oh Gott, sind hier viele. Oh mein Gott. Oh, oh. Ich habe ihn. Komm schnell hoch. Ich komm hoch. Ich habe früher für Ike gespielt. Früher habe ich im Verein geschwebt. Das ist eine Kiste. Zwei Kisten. Ich kann gerade nicht, ich schwebe. Hier ist ein... Aua, was beschießt uns hier hart? Ja. Die Dinger von unten. Was glaubst du denn? Okay. Oh, kostet cool. Die stressig. Was ist da noch drin? Loot. Normaler Loot halt. Die schießen sich hier alle gegenseitig. Ich mach mal ein paar kaputt hier. Oh nein, ich schäme. Nein, ich geh hoch. Au.
Okay, ich gehe hier an euch vorbei, ihr Lappen. Wie sich die anhören. Sind das nur die neuen Gegner? War das alles? Ja, das sind alle die neuen. Ich lasse mich aber abschießen. Warum sollte man hier hoch? Achso, damit man sich zum Schiff rüberbauen kann, wenn man nicht. Die schießen sich ja gegenseitig auch ab. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Sind die blöd? Oh oh. Wo bist denn du jetzt? Bist du höher? Zu dem Schiff geschwebt, höher ging's nicht. Also man konnte da die Treppe lang gehen und dann war man von da aus nur das Schiff gesehen und deswegen bin ich da jetzt hingeschwebt. Ich schwebe! Mann, kann die Gravitation mal weggehen, bitte? Mann, ey. Ich kann mir das ziemlich nervig vorstellen, wenn du keine Schuhe hast, die das abdämpfen. Ich kann mir das sehr nervig vorstellen, allgemein. Hier ist ein Brewing Stand. Oh, da steht noch einer. Den nehmen wir direkt. Kommen Sie ins Schiff. Oh, das ist schlecht. Kommen Sie. Kommen Sie. Hier gibt's erstmal Ender-Drones ohne Ende. Ich bin noch im Schiff, oder nicht? Ja, komm rein, unten. Hier ist die Treppe nach unten. Ah, da, ja, okay. Ah. Bienenhosen, Emeralds. Und, pass auf, ja genau, da noch mehr. Guck mal, und wenn du das hier haben willst, das ist ein bisschen gemein, die musst du rausschlagen. Was sind das? Eine Elytra. Die kennst du noch nicht, ne? Mit der kannst du gleiten. Eine Elytra. Das ist ein Umhang, genau. Geh mal vom Schiff runter. Du hast ja noch die Schuhe an, die den Schaden verdämpfen, ne? Ja. Gut. Die sind nämlich ein bisschen komisch. Ich habe die noch nie benutzt. Spring mal Richtung... Oh, links. Fuck! Nein! Ui, da schwebt er. Ich hab dich schon tot gesehen. Ich mich auch. Er springt erstmal voll ins Dunkle. Wo läufst du jetzt hin? Ich will nur auch so ein Ding haben. Wir müssen noch so ein Ding finden. Da war aber der Kopf. Wir sollten den erst noch mitnehmen. Achso, der Kopf oben. Oh mein Gott, ja. Ich bin auf dem Weg. Ich hab ihn. Hab ich mich hart erschrocken. Und ich dachte, ich sterbe. Aber dann. Oh nein. Okay, hab ihn. Aber dann. Und ich dachte echt, du fällst wie so ein Stein runter. Ich so, okay, das war's mit der Elytra. Unsere erste Elytra. Und er lässt sie erst so. Ja, aber... Hab mich gerettet. Du kannst halt das Jetpack nicht gleichzeitig anhaben, ne? Das ist halt doof. Nee, das ist halt doof. Ich hätte meinen Gleiter noch gehabt. Also es wäre nicht unmöglich gewesen. Und viel einfach und ich so, oh nein. Aber ich hab, die Elytra hat sich dann bezahlt. Ja, gemacht. Du musst so hochziehen. Du musst halt so mit hoch und runter steuern. Ah, nein! Da hab ich Angst gehabt. Ich will jetzt noch eine, ich will auch eine Elytra haben. Ich will mich auch einmal in den Tod stürzen. Nutzt sich aber krass viel ab. Die Elytra? Mhm. Mit der kann man bestimmt was craften. Craften? 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 Und du hast jetzt auf jeden Fall Enderbienen, falls du nochmal was mit den Bienen machen willst. Sollen ja angeblich nur richtig harter Endgame-Content sein. Die Bienen? Ja. Ach ja. Ach, die Leute, ey. Machen doch eh alles falsch. Alles. Oh, langsam alles gesehen im Modpack. Nee, Draconic Evolution werde ich, glaube ich, nie sehen. Das ist so Content, den werde ich nie erreichen, weil ich zu noobig bin mittlerweile. Es wird... Wir benutzen halt... Wir nehmen halt keine Zeit dafür. Offscreen. Nee, vor allem finde ich auch das Metall für Draconic Evolution nicht. Da brauchst du so Draconium. Man das oh nein, ich habe drei Endermen gleichzeitig angeguckt. Man müsste das offscreen machen, dann müsste man auch streben. Ja, so wie die ganzen Minecraft-YouTuber das halt machen, weißt du? Da ist ein Gebäude, nice. Die gehen halt offscreen, machen die stundenlang ihren Kram und in der Folge zeigen sie das dann, so, weißt du? Ist halt auch irgendwie uncool. Ja. Sollen wir wieder von unten rein, oder? Das ist keins mit Schiff, das ist einfach nur so ein Gebäude. Ich gehe mal aufs Dach, da ist auch eine Treppe. Ich bin direkt bei den Kisten rein, ist einfacher. Schalab Shalom, Leute. Oh, was ist das denn? Ambrosia. Ambrosia. Und hier habe ich eine Diamond Pickaxe mit XP-Boost 3. Aua! Die schnabuliere ich mir. So. Wir sind dann mal wieder weg, ne? Tschüss. Ciao. Warte mal. Oh, das ist schlecht, Niffi. Ach, come on. Der folgt mir immer noch. Ja. Mr. Enderman. Wo so wird das Schiff nicht sein?
Ja, irgendwo random. Ich wollte mal gucken, ob ich mit den Rods was bauen kann, mit den Ant-Rods. Ach lol, die Ant-Rods kannst du dir aus den Früchten einfach selber bauen. Total selten. Ja, was machen die denn? Teleportieren dich bestimmt. Oh, damit kannst du einen Halitosis-Generator bauen. Oder die Quantum Query. Ein Quarry. Das wäre eigentlich, ja. Wenn der RF braucht und nicht die EU, wäre das ziemlich nice. Oh Gott, ey, bis wir den Rückweg finden. Mein Jetpack ist bald halb. Oh, meins auch. 18 habe ich noch. Ja, ich habe auch 18. Ich meine, ich habe mir das Portal markiert. Ich kann mich dahin teleportieren. Ich hab's mir nicht markiert. Das hast du ja auch nicht gesagt. Das habe ich schon seit dem ersten Endbesuch gemacht. Du bist halt ein gemeiner Sack. Ein gewitzter Typ. Ein abgewichster Typ bist du. Wenn du lila Metalle siehst, sag mal Bescheid oder nee. Baue ich halt direkt ab. Nein. Kannst du selber machen. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich hab meine Elytra. Ich bin weg. Ich muss halt nur runterfallen. Dann, warst du im End, dass man, wenn man runterfällt, dass man zurückkommt? Dann komme ich zum Endscreen. Ist das so? Ja. Glaubst du das? Oder fügst du den im Schnitt ein? So. Ja, ja, das ist so. Hier, guck. Da sie ja, zack. Minecraft. Genau, das sind die Credits. Genau. Hallo, haben Sie zufällig so ein Schiff gesehen? An sich ist das neue End jetzt nicht so spektakulär. Das ist total awesome. Sind das nicht Ors hier? Da ist ein Gebäude. Sind die blau? Das ist blau, ja. Ich will aber lila. Und ein Schiff, jawollo. Ich komme mit, warte auf mich, Nebias. Wahrscheinlich genau das Schiff, wo wir schon waren. Das war's, da waren wir eben. Haben wir alles schon geladen. Einmal hier oben rein. Nein, hier sind die Kisten nicht. Hier gibt es keine Kisten. Das Gebäude ist voll anders. Hör, was ist das denn da oben? Guck mal in der Luft. Ist das Draconium? Oh, das könnte Draconium sein, tatsächlich. Das hier, das ist Draconium. Jawohl. Wie kriege ich das abgebaut? Mit Obsidian. Da wollen wir mal. Shit. Oh. Was denn? Meine Tasche ist voll. Ich kenne das Problem, meine auch gerade. Aber ich habe Rucksäcke dabei. Ich habe Rucksack so. Dabei, da kommt der ganze Scheiß rein. Jetzt hier, zack, zack, zack. Ob sich Drachenköpfe stacken? Ich weiß es nicht, werden wir gleich rausfinden. Left click to cycle modes. Cast, long cast, node warp or bind. Out of range. Finde ich davon noch einen jetzt? Ich hab den Drachenkopf. Hallo! Bin wieder da. Hallo, ne? Oh, ist schon alles gelootet. Ja. Wo ist mein zweiter Rucksack da? Das meinst du, das ist auch meinst. Hier, nimm alles mit. Rausch, Rausch. Sehr Rausch gut. Noch Feeling habe ich jetzt hier. Zack, zack. Hast du dir jetzt auch so ein Ding geholt? Hier so ein... Elytra habe ich, ja. Ich habe die noch nie benutzt. Ich werde jetzt erstmal abstürzen. Ich will dabei sein. Ich will erstmal gucken, ob man die für Crafting braucht. Warte mal. Lol. Electric Jetpack Attached Elytra. Kannst du mit dem Jetpack kombinieren. Du kannst einen Glider mit der Elytra bauen. Da brauchst du zwei Elytras, dann hast du einen Advanced Hang Glider. Hammer nice. Werde ich bauen. Du kannst die sogar enchanten. Ha. Huh. Die brauchen halt sehr viel. Kann okay. Ich bestimmt nicht machen, wenn ich den benutzt habe schon. So, was konntest du schon was ab? Warum ist die Obsidian in der Luft? Weiß nicht, aber ich mach das Draconium, das baue ich ab. Ich weiß nicht wofür, aber ich baue es ab.
Das ist mit das Seltenste, was wir momentan für Draconic Evolution brauchen. Also wir brauchen das unbedingt für Draconic Evolution. Aber ich denke, das ist totaler Hardcore-Endgame-Content. Ja, weil man dieses scheiß Zeug farmen muss hier. Dieses Draconic-Zeug. Wie viel braucht man so im Schnitt? Weiß ich nicht. Aber du hast ja gesehen, wie selten es ist. Ich habe 16 jetzt. Ja, das sind so Pulverdinger. Wie viel braucht man denn für ein Ding? Neun Nuggets. Du brauchst ein Pulver und Pyrotium Dust. Für einen machen. Aber hier sind nicht so viele, ne? Boah, wenn man kein Jetpack hätte, du. Wäre ganz schön kacke, du. Und wieso hängen hier nur so zwei Popel in der Luft und sonst nicht? Da hinten sind noch zwei. Drei, haha. Vier. Fünf. Sechs, sieben, acht, neun. Und wenn mein Jetpack gleich leer ist und ich hier runterfalle, dann sehen wir gleich, ob der Endscreen kommt oder nicht. Nice. Ich würde sagen, da kommt der Endscreen. Ich würde es gerne ausprobieren, aber ich möchte meine Sachen nicht loswerden. Nein! Mir sind drei Pulver runtergefallen. Oh, das ist ja voll der Komet hier. Was ist denn hier? Ach, das sind, glaube ich, Kometen. Soll das so einen Kometen darstellen? Ja, ne? Stimmt. Der einfach in der Luft steht. Soll ich die Obsidian mal abbauen hier? Da ist bestimmt was drin. Sternenstaub oder so. Das wäre bestimmt smart, wenn ich jetzt mein Magnet hier anmachen würde. Warte mal. So. Hä? Hey. Nix drin. Zumindest nicht bei dem ersten. Einen zweiten gebe ich dem noch. Obsidian dauert ja immer so lange. Meistens ist das ja in der Mitte. Ist halt doof, dass wenn man zu zweit abbaut, dass das nicht schneller geht. Let's go! Oh. Dafür hat sich's gelohnt, ey. Oh. Ja, wollen wir dann mal zurück? Zum Endscreen meinst du? Ich will's endlich gesagt nicht ausprobieren. Ich will's eigentlich schon ausprobieren. Aber ich. Was ist denn das da unten? Wo? Einfach nur Pickel, die in der Luft hängen. Achso, da sind Bienen rausgekommen, na gut. Ich meine, wo müssen wir denn hin, Nephias? 3000 Meter entfernt, aber da können wir nicht mehr hinfliegen. Oh. Schaffen wir es nicht mehr mit unserem Jetpack. Hey, und ich? Alle? Edsqueen. Minecraft. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Hau das mal rein.